So, hallo Lieben, Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychologe. Mein Programm findest du auf liebesch.de. Immer noch lädiert vom Windkanaltraining hier. Heute haben wir das spaßige Thema, habe ich zu hohe Standards im Online-Dating? Kannst du auch solche Nachrichten schicken über ein Formular auf liebesch.de. Lieber Christian, deine tolle Arbeit begleitet mich schon einige Jahre und hat meine Sicht auf Beziehungen und mein Datingverhalten einmal auf den Kopf gestellt. Und sicherlich bereits verbessert. Vieles ist für mich jetzt plausibel, wo ich mir selbst früher ein Rätsel war. Herzlichen Dank. Dein Konzept von Standards und Dealbreakern wende ich konsequent an. Das führt aber auch oft dazu, dass ich Beziehungsanbahnungen jetzt recht früh wieder beende. Ja, das ist normal, wenn man strenger wird. Ich bin davon überzeugt, dass es auch grundsätzlich gut so ist, weil mir so vieles erspart geblieben ist. Nach mehreren Jahren Dating frage ich mich jetzt aber langsam, ob meine Standards vielleicht zu hoch sind. Ja, ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Das muss man schon ganz gut timen so. Das heißt, ob ich zu kritisch geworden bin. Gerade befinde ich mich wohl wieder in einer Phase, in der ich von Pluspoligkeit zu Minuspoligkeit pendle und merke, dass ich auch einiges an Bindungsangst in mir habe. Jetzt frage ich mich, ob es nicht auch ein Ausdruck von Bindungsangst sein kann, wenn man derart harte Standards und Dealbreaker definiert hat, denen wirklich keiner standhalten kann. Ja, wenn das so wäre, wäre das so, ja. Darauf bekommen bin ich beim Dialog mit einer Freundin, die im Gegensatz zu mir eine langjährige und glückliche Beziehung hat und dann sehr wahrscheinlich sich nicht vorstellen kann, was für ein Irrsinn der Datingmarkt bedeutet, ne? Ist immer schwer, mit Leuten drüber zu reden, die das nicht kennen. So. Ich meine daher, dass sie auch einen sichereren Bindungsstil hat als ich, weshalb ich ihre Sichtweise sehr ernst nehme. Ja, aber jeder muss sein, wie ich gehen, ne? Sie findet, dass ich viel zu streng bin und gerade nach irgendeinem Grund suche, warum es jetzt schon wieder nicht passt. Ja, das ist genau, müssen wir jetzt mal am Einzelfall mal gucken, aber der kommt jetzt, glaube ich. Nun zur Situation, ich habe in einer Singlebörse jemanden kennengelernt, der in einer anderen Stadt lebt, was ich immer schon schwierig finde bei Online-Dating, sag ich ganz ehrlich, also wenn schon online, ich meine, es sollte eigentlich genug geben in einer eigenen Stadt, aber gut, keine Ahnung, vielleicht wohnst du auf dem Land und das ist jetzt die nächste Stadt oder so, aber ich denke dann schon immer, man sollte, muss jetzt nicht noch das Fernbeziehungselement mit dazu tun. Aber gut, manchmal ist es vielleicht halt einfach so, ne? Aber zu mir den Kontakt seit längerem aufrechterhält. Ja, schon nächste. Also ich frage mich ja manchmal immer, guckt ihr dann nur die Videos oder macht ihr auch die Kurse? Aber wenn du mal einen Datingkurs gemacht hättest, wüsstest du schon, sollte gar nicht erst vorkommen, dass du lange schreibst, wenn ihr euch nicht seht. Also halte ich auch schon für nicht zielführend. Aber gut, das ist egal. Das war jetzt nicht so zentral. Weil dann hackt man das auch einfach schneller ab, so, ne? Da mich die Entfernung zwischen unseren Wohnorten eigentlich gestört hat, hatte ich ihn in dieser Single-Börse vor einigen Wochen gelöscht, okay, als sich ein anderer Kontakt aus meiner damaligen Sicht sehr vielversprechend vertieft hat. Aus diesem anderen Kontakt wurde dann aber doch nichts. Dass ich dieses Profil voreilig gelöscht habe, hat mir dann sehr leid getan, aber leider kann man das technisch nicht wieder rückgängig machen. Ja, das ist vielleicht so ein kleines Detail, wenn man schon Online-Dating macht und noch nicht in einer festen Beziehung wieder ist, würde ich auch naja gut, wenn man vielleicht einfach keine Nachrichten mehr haben will, muss man es natürlich, glaube ich, auf Parship und so löschen, ne? Ansonsten sage ich ja immer, never burn bridges, wenn da jetzt bisher noch gar nichts gewesen ist und einfach, weil manchmal ändert man seine Meinung, aber ich glaube, wenn du natürlich wirklich nichts mehr von ihm hören wolltest, dann geht es, glaube ich, auch nicht anders. Ja, okay. Also es hat mir leid getan, die Löschung, aber leider kann man es technisch nicht rückgängig machen. Ich musste öfter an diesen Mann denken, hatte aber keine Möglichkeit, den Kontakt wieder aufzunehmen. Daher habe ich mich wirklich gefreut, als dieser Mann sich plötzlich wieder außerhalb der Single-Börse bei mir per WhatsApp gemeldet hat. Er hatte noch meine Nummer. Ja, ich muss wirklich fragen, warum, wenn ihr so weit war, dass ihr Nummern austauscht, also erstmal warum, ach, du hattest dann seine nicht, aber warum trefft ihr euch dann nicht, ne? Also das würde ich erst gar nicht so weit kommen lassen, so. Aber gut, wir haben dann unser Kennenlernen bei WhatsApp nochmal neu gestartet. Auf seine Initiative hin kam dann auch schnell unser erstes Date zustande. Alles soweit auch schön in der Polarität. Das Date war wirklich ein schöner Abend. Ich habe mich bei ihm sehr wohl gefühlt. Wir hatten gute Gespräche, es wurde auch viel gelacht. Einfach schön und ich bin mit dem Gedanken aus dem Date raus, dass ich mich über ein zweites Date sehr freuen würde. So, was wird denn jetzt das Problem? Wir schauen mal.
Im Nachhinein hat sich aber herausgestellt, dass er mich in einem Punkt bei unserem Date angelogen hat. Wir haben auch ganz beiläufig über die Single-Börse geplaudert, in der wir uns ursprünglich kennengelernt hatten. Ich habe mich nochmals entschuldigt, dass ich ihn vorschnell gelöscht habe und so weiter. Er meinte dazu, dass er sowieso gar nicht mehr aktiv ist und auch kein Profil mehr hat. Ja, aber natürlich, man glaubt Menschen erstmal, aber es wird leider nirgendwo so viel gelogen wie beim Autoverkauf oder im Online-Dating. Also es ist einfach ein Albtraum, ja. Naja, also aber klar, ich finde es auch okay, erstmal zu glauben immer. Und er denkt ja wahrscheinlich auch, du kannst es gar nicht überprüfen. Aber scheinbar doch. Er hat das dann sehr wortreich damit begründet, dass ihm die Qualität der anderen Profile nicht zugesagt habe. Ja, nur deins hat mir zugesagt. Ja. Und er wäre im Traum nicht, ja. Das hat mich überrascht, ich habe das einfach so zur Kenntnis genommen. Ja, was willst du auch sagen dazu, ne? Es klang für mich absolut glaubhaft, wie er das so erzählt hat, und ich wäre in diesem Moment nicht im Traum auf die Idee gekommen, was er erzählt hat, anzuzweifeln. Ja, aber jetzt sage ich ganz ehrlich, als jemand, der das auch früher dieses Problem hat, ist das nicht ein bisschen naiv so, ne? Weil das jetzt auf so einer Börse mit wirklich hunderten, tausenden Profilen, dass da nichts dabei ist, außer du, ist zwar eine romantische Idee, aber ist das nicht unwahrscheinlich? Wir müssen wirklich aus dieser Naivität rauskommen, ne? Aber gut, trotzdem, man weiß ja, man sagt sich ja immer so ein Dubio pro Reo, ne? Ich glaube ihm erstmal, kann ich auch verstehen, ne? Ich selbst habe zwar noch mein Profil in der Single-Börse, was ich ihm auch gesagt habe, aber ich kann seins ja sowieso nicht mehr aufrufen. Nun habe ich aber von einer anderen Single-Freundin, die auch auf der Börse unterwegs ist und der ich recht begeistert von diesem Date erzählt habe, erfahren, dass es wohl noch ein Profil von diesem Mann gibt. Er ist offensichtlich auch gerade mit diesem Profil aktiv. Hat er dich etwa angelogen? Ist die Welt etwa schlecht teilweise? Junge. Sie hat mir einen aktuellen Screenshot geschickt, das irritiert mich jetzt schon. Verstehe ich gar nicht. Nicht, weil ich irgendwas erwartet hätte, dass er nur nach einem Date nicht mehr nach weiteren Kontakten sucht oder so, sondern weil ich einfach mal grundsätzlich davon ausgehe, dass mir jemand die Wahrheit sagt, wenn man etwas erzählt. Ja. Und da meint deine Freundin jetzt, da müsste man drüber hinweggucken. Das habe ich jetzt richtig verstanden, oder? Okay. Würde ich nicht drüber hinweggucken. Also für mich, also vielleicht, ich meine, ich war jetzt wirklich lange nicht mehr Single, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre Single und mir würde sowas passieren und ich würde die Person interessant finden, wäre die für mich automatisch kein Beziehungsmaterial, wäre so Freundschaft plus Affäre maximal, aber ich würde ja nichts mehr glauben einfach, ne? Also so wäre es bei mir. Also das kann man natürlich sagen, ja, es wird sowieso super viel gelogen auf Datingbörsen, Alter, Namen, Fotos werden manipuliert, man bindet vielleicht jemanden nicht, also datet jemand vielleicht 2-3 Mal und bindet dem jetzt nicht unbedingt auf, dass man noch 25 andere datet, alles okay, aber wenn dann jemand nachfragt und den ins fucking Gesicht zu lügen und noch so, auch noch, dass diese ganze Story auch noch, auch nicht so verschämt, sondern die ganze Story auch noch auszuwalzen, und dir einfach mal einfach eine fucking Drecks-Lügengeschichte aufzutischen, wäre für mich, würde ich denken und glaube auch mit Recht denken, dass dieser Mensch einen sowieso immer wieder anlügt. Weil er hat ja keine Moral, keine Standards, keine. Ja, und den sollst du jetzt daten, deiner Freundin nach, oder was? Viel Spaß, ey. viel Spaß damit. Ja, und du erwartest mit Recht, dass dir jemand die Wahrheit sagt. Also es passiert natürlich ganz oft im Leben nicht, aber den muss man ja nicht unbedingt daten dann, ne? Auch wenn es nur also ein banales Thema ist. Ja, aber habe ich ja in ganz vielen Videos gesagt, es gibt viele Leute, die chronisch lügen und die lügen bei einer Kleinigkeit auch, ne? Die lügen auch dabei,
weiß ich nicht, die lügen dich an, keine Ahnung, ist das blau oder ist es rot? Nein, es ist rot. Ja, und du erwischst die vielleicht bei einer banalen Lüge, aber ich würde zwar nochmal sagen, es ist was anderes, wenn man sich offline kennengelernt hat, es ist der beste Buddy aus deinem, weiß ich nicht, aus deiner Pilates-Klasse. Du weißt, es ist eigentlich ein cooler Typ, der hat Social Proof, andere finden ihn auch cool und der lügt vielleicht mal einmal bei irgendeiner Sache, du weißt aber, eigentlich ist ein feiner Kerl und das ist was anderes, aber im Online-Dating, jemanden, den du gar nicht kennst und der lügt dir ins fucking Gesicht. Was willst du denn dann denken, wenn du den fragst, hast du eigentlich irgendwelche sexuell übertragbaren Krankheiten oder hast du Kinder? Hast du eine Freundin? Meinst du, der erzählt ja mal die Wahrheit? Weil ich weiß es nicht, du weißt es halt nicht, ne? Also ich weiß, das ist, man ist so frustriert, man findet sowieso keinen, da findet man mal jemanden, mit dem es ein bisschen Vibe und dann lügt er einen ins Gesicht und dann weiß man nicht, was man machen soll, kann ich total verstehen. Aber wäre für mich kein Beziehungsmaterial mehr, ne? Wäre raus. Also so habe ich das in den letzten Jahren in meinem Leben, hätte ich habe immer gehandelt, wenn mir jemand anlügt, der ist raus. Ne? Zumindest was irgendeine Art von committeten Kontakt angeht. So, ne? Kann man vielleicht nochmal einen spaßigen Abend mit haben oder wenn es ein Kumpel ist oder war, kann man mal ein Bier mit trinken gehen, aber ja, man vertraut dem halt seinen Kanarienvogel nicht mehr an. So ist es dann halt, ne? Ja. So, ich frage mich jetzt, ob dieser Widerspruch zwischen seinen Worten und den Fakten nicht vielleicht auch ein Dealbreaker ist. Letzten Endes musst du das natürlich entscheiden, ne? Für mich wäre es einer. Nicht falsch verstehen, natürlich erwarte ich nicht, dass er nach einem einzigen Date seine Aktivität in der Singlebörse einstellt. Nee, da soll ich nur nicht dreckig ins Gesicht lügen, so, ne? Ich habe auch ganz locker erwähnt, dass ich da noch aktiv bin. Ja, du bist ehrlich? Er nicht? Ich finde, das war eine völlig unnötige Unwahrheit seinerseits. Ja, ob unnötig, war sie scheinbar, also er fand es scheinbar strategisch schlau, dich anzulügen. Wie gesagt, nicht, dass wir nicht alle manchmal lügen, aber wenn man gerade Beziehungen anbahnen will, ist das vielleicht ein schlechter Moment. Eieieiei. Ich habe ja auch einmal im Profil, verstehe nur nicht, warum er nicht einfach gesagt hat, was Sache ist, weil er so ist. Hört auf, Leute zu analysieren. Einfach nur Fakten, 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 Fakten. Fakt ist, er hat gelogen. Warum und wieso, ob er eine schlechte Kindheit hatte oder ob, weiß ich nicht, sein Arbeitgeber ihn rausgeschmissen hat oder ob die letzte Freundin ihn angelogen hat, spielt keine Rolle, ne? Ich habe auch ganz locker erwähnt, dass ich da noch aktiv bin. Ja, muss man davon ausgehen, dass jemand, der in einem so banalen Punkt perfekt eine kleine Lüge erzählt, charakterlich der drauf ist, dass er in wichtigen Themen ebenso perfekt lügen wird. Ja, da gucke ich mal wieder in mein schlaues Buch rein. Okay, perfekte banale Lüge im Online-Dating. Lügen bei wichtigeren Sachen. Gibt es da eine große Gefahr? Warte mal, Seite 140. Ja. Okay. Das wäre doch für mich auf jeden Fall ein Dealbreaker. Ich überlege, ob das überhaupt noch Sinn macht, diesen Kontakt mit einem zweiten Date zu intensivieren. Ja, du hast für mich jetzt nicht jemand an, der mal Spaß haben will für einen Abend oder so. Dann wahrscheinlich eher nicht, ne? Meine langjährig gelehrte Freundin findet jedoch, dass ich da viel zu streng bin. Ja, soll sie ihn doch daten, ne? Also denkt ihr ernsthaft, dass du ein Lügner-Date ist oder was? Verstehe ich nicht. Aber vielleicht seht ihr das anders. Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich verstehe, dass es irritierend ist, wenn deine Freundin das so sieht. Vielleicht ist es bei mir auch ein Schwächenzoom, wie er bei Steffi Stahl genannt wird. Finde ich überhaupt nicht. Suche jetzt schon wieder nach Gründen, warum es mit diesem ansonsten sehr sympathischen Mann auch wieder nicht passt. Bin ich so hyperkritisch? Ich finde nicht. Ist genau die Haltung, die ich empfehlen würde im Online-Dating. Oder würdest du es einfach im Hinterkopf behalten und schauen, was passiert? Nee. Bin sehr irritiert und würde mich über eine Einordnung meiner Wahrnehmung sehr freuen. Freue mich auf deine Mental-Held-Kurse. Ja, unbedingt.
buchen. Hol dich noch auf den Frühbucherpreis. Bin schon sehr gespannt. Vielen Dank für deine wertvolle Arbeit und wir sehen uns bald wieder. Ciao.